Zwischensequenz. Und jetzt vielleicht nochmal das mit der. Ach, der Typ mit seinem. Mein Schlauch spritzt. Hat noch nie aufgehört zu spritzen. In 50 Jahren hat mein Schlauch nicht einmal aufgehört zu spritzen. Das war so furchtbar. Das haben wir uns nicht ausgedacht, Steffi. Genau das war der Dialog in diesem Scheißding. So. Da ging's zu den Hunden. Das sind die Hunde. Dieser Elch hier oben sieht auch so falsch aus irgendwie. Genauso wie die Hyäne dahinter. Ja. Ich werde diese Rüstung nicht anziehen und sonst fällt mir kein Verwendungszweck ein. Und wenn du dir das immer so anguckst, dieser Kopf des Widders. Nur ein kleiner Nebenraum, ohne Ausgang. Der Zelle da. Wenn man das Fenster nicht zählt. Der ist relativ groß. Also so riesig sind die dann auch nicht. Ein kleiner Spiegel hängt über dem Becken. Du weißt ja nicht, wie groß George ist. Vielleicht ist George ja nur 80 cm oder so. Sitzt die Dame hier am Schach? Können wir ihr ihren Kelch wiedergeben? Dafür ist der Wildschweinkopf relativ klein. Was für eine Freude. Bitte setzen Sie sich. Hallo, Frau Gräfin. Die Freude ist ganz... Ich bringe Ihnen den Kelch zurück. Klonk. Oh, Sie haben ihn gereinigt. Ja. Ja, da war dieser hilfsbereite Priester mit dem weichen Lappen. Oh, so. Haben Sie das Rest für den Tempel reserviert? Nein, noch nicht. Ich weiß noch nicht einmal genau, was ich eigentlich suche. Es gibt viele Geschichten über Tempelritter, die große Reichtümer heimlich beiseite schaffen. Was auch immer. Alles, was ich weiß, ist, dass ich es nicht den Bösen überlassen will. Ach, noch einmal jung zu sein und in einer Welt mit absoluten Moralbegriffen zu leben. Ich habe etwas Erstaunliches mit Hilfe dieses Kelches entdeckt. In Paris habe ich eine Kirche gefunden, in der man das Wappen erkannte. Ich habe dort das Grab von Don Carlos de Vasconcelos gefunden. Sind Sie sicher? Kann es sich nicht um einen Irrtum handeln? Das Wappen auf dem Kelch stimmt mit dem auf dem Grab überein. Unglaublich. Ihnen gebührt mein zutiefst empfundener Dank. Ich muss so schnell wie möglich dorthin. Klar, ich wäre glücklich, Ihnen die Stadt zeigen zu dürfen. Ich habe noch etwas entdeckt, das in den Sarkophag von Don Carlos geschnitzt war. Biblische Stellenangaben. Was für Zitatstellen? Senior Stoppard. Psalmen 32,7, Korinther... Ich bin nicht bewandert genug in der Bibel, um Kapitel und Vers auswendig zuordnen zu können. Was ich meinte war, wie lauten die Zitate? Das habe ich doch glatt zu fragen vergessen. Vielleicht ist er Protestantin. Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Mein Haus ist auch Ihr Haus. Tack, tack. Ich werde hier bleiben. Vielleicht will sie da mit einem Walzer tanzen oder so, das würde passen. Soll ich vielleicht mal in der Bibel gucken, was das für Psalme und Verse sind? Mach das doch mal. Hast du eine Bibel am Tisch? Nein, die müsste ich erstmal holen, das dauert ein bisschen. Ich habe einen spanischen Fremdwort-Duden, das war's. Der wird uns nicht weiterhelfen. Auf jeden Fall würde es etwas dauern, bis ich das Ding wieder habe. Das ist jetzt hier um die Ecke. Aber im Mausoleum lag doch eine Bibel, oder? Ach, Connor, du hast doch nicht. Connor, du kennst sie doch auswendig. Jetzt tu doch nicht so. Ja, irgendwas mit Zeta und Mordio Connor, steht am Anfang. Connor, wurdest du getauft? Wo bist du, Connor? Ich habe den ganzen Quatsch von den Katholiken mitgemacht. Oha, mein Beileid. Jetzt, nachdem das Stehpult sein Geheimnis offenbart hatte, sind die Glaswürfel einfach wieder nur dekorativ. Gibt's nicht eine Internetbibel? Ja, natürlich. Den gibt's, das stimmt. Da können sie sich nachgucken. Sie ist zu zerbrechlich, um sie zu bewegen. Ja. Die gibt's auch kostenlos immer. Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ab in die Internetbibel. Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot. Von der Decke hängt eine große, vergilbte Kerze. Sie sieht sehr alt aus und ist nie angezündet worden. Ich könnte da nie hochklettern, ohne irgendwas kaputt zu machen. Es ist ein Stab mit einem Konus und einem Haken an einem Ende.
Ich vermute, er ist zum Löschen der Kerzen auf dem Kronleuchter gedacht. Ich dachte, hier wäre eine Bibel. Da ist auch eine. Du hast doch da gerade ein Buch gehabt. Nee, das so. Ist eine Steinbibel. George, also nur eine Deko. Klingt beschissen. Aha. Ach so. Ah, verdammt. Das Stiepult. Das. Was haben wir? Welche Dingens? Wir haben. Psalme. Warte mal. Psalme, war weiß ich nicht mehr. Ein bisschen weiter vorne müsste das sein. Hä? Da stand da aber auf jeden Fall. Da. Da, oder nicht? Nee. Nein. Dann hat er sich die vielleicht nur gemerkt. Ja, das ist schon Syriens Syrien. Dann hat er sich das leider nur gemerkt. Mist. Verdammt. Man könnte sie sich nochmal angucken in Frankreich. Aber da will er bestimmt nicht hin. Psalme. Das Mausoleum der Vasconcellos. Aber müssen wir da nicht gehen, wenn wir jetzt irgendwie die Bibelverse stellen, gar nicht mehr kennen und auch keine Bibel zur Hand haben? Ich glaube, das macht er sowieso einzig und allein selbst. Der braucht das ich nicht irgendwie zu holen. Ich den Wasserspeier da. Ich meine, den Mann hätte es auch. Vielleicht ist er streng gläubig. Ja, eben. Hallo Lopez, große Nase. Was macht die Kunst? Senor Stobart, ich glaube, ich schulde Ihnen eine Entschuldigung. Nein, tun Sie nicht. Und ich war unhöflich bei unserem ersten Zusammentreffen. Hören Sie, Lopez, vergessen Sie das ganz einfach. Ich bin hier ja auch reingeschneit wie ein Zeuge Jehovas. Ich hätte mir an Ihrer Stelle auch nicht vertraut. Sie verstehen nicht. Der Fund des Kelches hat meiner Herrin ein ganz neues Leben. Ja, es ist ein Wunder. Die Kaufleute denken schon, sie sei dem Protzak verfallen. Dem Protzak! Die Gräfin hat also das Gefühl, dass der Fluch von ihrer Familie genommen wurde. So direkt würde ich das nicht sagen. Ihre Entdeckung des Kelches ist der Beweis, dass die Tempelritter die Vasconcellos nie im Stich. Das bedeutet meiner Herrin sehr viel. Schön, schön. Ja. Diese Bibel ist auf Spanisch. Sie? Aha. Ich hätte eher Latein erwartet. Seien Sie vorsichtig damit. Das war ein Geschenk für meine Herrin von einem alten Freund. Er starb vor langer Zeit. Und das Buch ist ihr einziges Andenken an ihn. Okay, ich pack's mit Samthandschuhen an. Haben wir von der Frau eine Bibel bekommen? Ja. Bis später, Lopez. Adios. Dann habe ich nicht aufgepasst, da muss ich nochmal reingucken. Die spanische Bibel, die ich mir im Mausoleum ausgeborgt habe. Ach nee. Ja, das Ding, ach so. Das hatte ich dir doch nicht. Du hast es im Mausoleum tatsächlich mitgenommen. Ha. Dann musst du zu der Tante da wieder hoch mit der Bibel. Deswegen habe ich ja nachgefragt. Entschuldigung, ich dachte, ich hätte da was aufgemacht. Huh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo nochmal. Ah. Was hier ist jetzt? Die Bibel aus dem Mausoleum. Ich geh doch nicht zurück nach Frankreich. Das ist ja wohl die kleinste Bibel der Welt. In Ordnung. Fangen wir an. Die erste Bibelstelle. Psalmen 32, 7. Du bist mein Versteck. Du rettest mich vor Ärger, mein Versteck. Schrauben Sie Ihre Hoffnungen nicht zu hoch. Das kann uns ebenso gut nur zu dem Versteck führen, wo wir den Kelch gefunden haben. Sie haben natürlich recht. Das nächste Zitat. Okay, Johannes 4, 11. Johannes 4, 11, hier. Der Brunnen ist tief. Das nächste, schnell. Okay, okay, Korinther 4, 5. Hier ist es. Wird bringen ans Licht die verborgenen Dinge. Noch welche? Nur noch eins. Nochmal Psalmen 22, 21. Errette mich vor dem Maul des Löwen, denn du hast mich erhört unter den Hörnern der Einhörner. Das letzte ist verwirrend. Löwen, Einhörner? Was bedeutet das? Ich kann es nicht mal raten. Die Kernpunkte scheinen aber das Versteck und der tiefe Brunnen zu sein.
Aber ein Mausoleum ist in keinem Sinn des Wortes ein Brunnen, Senior Stoppard. Gibt es denn einen Brunnen auf dem Anwesen? Ich weiß es nicht. Ich schätze, es muss mal einen gegeben haben. In früheren Zeiten. Lopez ist der Mann, der sich mit allem auskennt, was mit dem Haus zu tun hat. Den müssen Sie danach fragen. Sollen ich schaue mich mal fragen. Mein Haus. Ob er weiß, ob es hier einen Brunnen gab oder gibt. Es muss ja irgendwo einen Brunnen geben. Da ist ja sogar ein Regenbogen drin. Seht ihr den? Da ist ein Regenbogen in seinem... minimal. Hallo, Lopez. Aber sicher. Sie müssen doch eigentlich alles über dieses Anwesen wissen, was es zu wissen gibt. Sie. Ich habe mein... Wissen Sie etwas von einem Brunnen hier? Ein Brunnen? Sie, Senor. Das hier war mal eine befestigte Villa. Und wie soll man eine Belagerung ohne Wasser durchhalten? Großartig. Wo ist er? Woher soll ich das wissen? Der Brunnen wurde im vorigen Jahrhundert verschlossen. Und Sie haben keine Ahnung, wo er war? Keine. Er wurde sogar noch vor der Zeit meines Großvaters versiegelt. Aber Sie müssen doch eine vage Ahnung haben, wo er war. Er muss im Innenhof des alten Hauses gewesen sein. Das wäre etwa hier. Hier? So ein Zufall. Okay. Wie können wir ihn finden? Damit wir keine weitere Animation bezahlen müssen. Es könnte einen Weg geben. Lassen Sie mich nachdenken. Denk. Schon irgendwelche Ideen? Noch nicht so direkt, Senor Stobart. Bis später. Senor Stobart. Schocken. Mein Klau hat noch nie aufgehört zu spritzen. Ja. Herrgott, Sakrament, Oma. Ja, jetzt ist der Tod. Furchtbar. Die Auffahrt runter zur Hauptstraße. Ich möchte aber jetzt noch nicht gehen. Nein, wir stecken fest. Wir stecken mal wieder fest. Das letzte Mal steckten wir auch da drin fest. Er braucht irgendwas, um Wasser zu finden. Eine Wünschelrute. Eine Wünschelrute. Nimm einen Ast. Wir haben wir wo ist ein Baum? Nicht. Ich befürchte leider... Mir widerstrebt der Gedanke 30 Meter. Ich muss es wieder abklemmen mit irgendwas. Oder durchschneiden. Oder musst du mit der alten Dame noch reden? Nicht schon wieder. Mit der haben wir doch noch gerade erst geredet. Der Hauptteil des Hauses ist schon alt, aber nicht so alt wie der Schlosstorteil. Nur ein kleiner Nebenraum, ohne wenn man das Fenster nicht... Eine Wünschelrute. Was ist denn... Achso, kommen da jetzt Hunde und beißen uns kaputt? Wahrscheinlich gibt's keine Hunde. Nein. Diesmal nicht. Ich werde mich doch nicht an Lopez Schlauch vergreifen, wo wir doch gerade so gut miteinander... Hast du denn mit der Alten jetzt geredet oder nicht? Achso, nee, Entschuldigung, habe ich noch nicht. Mehr haben wir nichts als Möglichkeit. Oh, steht aber direkt auf. Sie ist höflich, von der alten Schule sozusagen. Deshalb hat sie auch da keine Nase. Und jetzt ganz hallo nochmal, darf ich mich setzen? Bitte bedienen Sie sich. Bitte bedienen Sie sich? Ja, nimm den Stuhl mit. Gut, aber es gibt auch nichts, was sie uns sagen kann. Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Mein Haus ist auch Ihr Haus. Danke. Es ist unser Haus. Wir haben eine Finca in Spanien. Wir dürfen die Rüstung mitnehmen. Ich werde diese Rüstung nicht anziehen.
Oder vielleicht auch in das Mausoleum nochmal rein. Ich bezweifle stark, dass man da noch was machen muss, denn wir waren da schon zweimal drin. Oder dreimal. Also irgendwas ist mit dieser Kerze und irgendwas ist mit diesem Fenster und mit diesem Stab. Weil der Stab hat ja einen Haken und wie er so schön sagt, einen Konus. Das heißt, er ist sowohl dafür da, um Kerzen zu löschen, als auch um irgendwie Fenster oder Dachbodenklappen zu schließen. Die Kerze hatten wir noch nicht an, die oben ist, aber die unten könnten wir damit löschen. Die brennen aber auch. Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot. Können wir irgendwas damit verbinden? Mach doch erstmal das Fenster zu. War das nicht schon zu? Mach jetzt wieder die alte Taktik, dass ich einfach alles mit dem Stock versuche. Ach was. Was? Das hier? Die Theaterschminke? Wozu? Lappen, um das Fenster zu putzen? Ach, als Fackel, um die Kerze anzumachen. Ach so. Ja. Okay. Aha, jetzt ist das Ding ausgegangen und deshalb müssen wir das Fenster jetzt zumachen. Ja, das Fenster muss erst zumachen. Ja, dann mach doch das doch und jetzt? Fenster zu. Hier gibt es nichts. Ich lege ihn wieder. Achso, das macht er, wenn man darauf klickt. Klack, klack. Yay. Klack, klack. Jetzt haben wir ein verkohltes. Was ist mit dem Ding passiert? Das Gewebe ist ziemlich verkohlt, aber die Theaterschminke hat das meiste Feuer ab. Sieht aus wie so ein Stück Gold. Knusperkissen zum in Cornflake schmeißen oder so. Knusperkissen? Ja, diese. Heißen die Dinger denn nochmal? Von Kellogg's gab es auch mal so solche Dinger. Gefüllt mit Schokolade oder mit. Ach so, sowas wie Toppers. Traubenzeug. Ja, richtig. Ja, genau, die immer noch. So, jetzt brennt die Kerze unten. Jetzt ist die Kerze an und jetzt brennt das Haus. Wenn wir jetzt rausgehen. Oh, schön. Zwischensequenz. Wie? Jetzt. Da ist was drin. Ach. Das sieht irgendwie komisch aus. Die Kerze hat besonders hell gebrannt, aber nur wenige Minuten. Irgendeine besondere Mischung, vermute ich. Das hier ist dabei herausgekommen. Eine komplexe Form von Expertenhand. Ein glattes, wunderschön bearbeitetes Stück Stein, das in der großen Kerze versteckt war. Ha! Verrückt. Allerdings, aber. Vielleicht könnte man das der alten Frau geben. Der Schachspiel wieder mal. Ach stimmt. Nee, warte, fehlt dir was beim Schachspiel? Ja. Na. Hat sie das gesagt, ja? Irgendwelche Schachfiguren fehlten. Ja, dann ist das bestimmt eine davon. Ha. Huh. Ein Blick auf die Uhr verrät mir allerdings. Lass uns doch einmal kurz Pause machen. Eine Pause ist gut. Wir machen eine kurze Pause. Jeder darf mal irgendwie sich was zwischen die Zähne schieben oder sonstige Notwendigkeiten und sowas. Und wir sind in ein paar Minuten wieder hier. Ich mache uns stumm, Connor macht Werbung und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.